So Leute, Diamina hier. Ich habe in letzter Zeit richtig viele Anfragen bekommen, ob ich mal ein Tutorial machen kann. Und zwar, wie ich mit Twixtor synke oder synchronisiere. Und ja, das wollte ich heute mal so ein bisschen machen. So, ich habe hier den Clip schon in der Komposition plus Lead. Und ich habe hier auf dem Lead schon ein paar Keyframes gesetzt oder so ein paar Punkte. Falls ihr auf dem Beat jeweils immer. Das ist einfach, um zu erkennen, wo der Beat ist, damit ich weiß, wo ich auch synken muss. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, einfach auf den Beat gehen, die Ebene anklicken und dann Sternzeichen auf dem Keyboard. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Damit könnt ihr das Ganze markieren. Das ist viel einfacher, damit ihr auch wisst, wo ihr hinsinken müsst. Dann geht ihr auf den Clip, den ihr hier drin habt. Und das allererste, was wir machen, ist jeweils immer, wo der Sniper-Schuss ist, schneidet ihr die Ebene. Das heißt hier. Schießt er gerade, da schneidet ihr die mit Shift Steuerung D. Das macht ihr für den ganzen Clip. Also immer, wo er gerade so rausscoped. Und dann. Ihr habt jetzt hier jeweils diese geschnittenen Teile, die zieht ihr immer, also hier ist immer, wo der Schuss ist. Und hier ist, wo ich den Schuss haben will. Das heißt, ich ziehe den hier rüber und mit Shift, wenn man Shift hält, klebt das so automatisch da dran. Ziehe den rüber, bis wo ich den Schuss haben will und den hier verlängere ich halt ein bisschen. Man sieht, er hat schon geschossen, scope dann raus und schießt nochmal, das werden wir aber mit Twixtor dann wieder gut machen. Dann geht ihr auf den nächsten, macht das genauso. Ich will den hier da haben, der war ja schon fast da. Manchmal claimt ihr nicht genau dahin, wo man es will. So, den hier könnt ihr verkürzen, weil das ist überflüssig, wenn er da noch ist. Den schiebt ihr auch rüber, bla bla bla. Sollte einfach sein. Hier ist der erste Beat in dem Lied, wo ich den Clip, wo ich will, dass der Clip anfängt, also habe ich den da angefangen. Gut, dann tut ihr hier Twixtor Pro, falls ihr kein Distrim habt, was ich benutze, tut ihr Twixtor drauf. Ansonsten, wenn ihr Distrim habt, ist im Prinzip dasselbe. Macht keinen Unterschied, wird trotzdem, wenn ihr Twixtor habt, verständlich sein alles. Das ist halt ein bisschen, reduziert den, die Verzerrung automatisch ein bisschen. So, das allererste, was ihr immer macht, ist auf 100 einen Keyframe machen. Also ganz am Anfang vom Clip, 100 Keyframe. Dann drückt ihr U auf der Tastatur, damit der Keyframe gezeigt wird und dann F9 oder ihr könnt rechtsklick, Keyframe Assistant, easy. Geht ihr einen Frame vor. Ich will hier, dass er erstmal mit dem Hebel zurückgezogen ist, ein bisschen verlangsamt dasteht, da ist. Mache ich hier, also habe ich erstmal auf 7 Keyframe gesetzt, mache ich hier dasselbe. Und also immer hier so 10 bis 30 Frames vor dem Schuss in langsamen Keyframe setzen und dann auf einem Frame vor dem Schuss auf sowas wie 500. Ihr seht hier, hat er jetzt aber trotzdem schon geschossen, aber geht ihr einfach im Graph Editor und dann könnt ihr hier die Beschleunigung bearbeiten. Das heißt, hier ist ja der 7 Keyframe und die 500. Das heißt, jetzt zieht den hier einfach so rüber, bis er noch im Scope ist. Manchmal ist hier nicht mehr genug Platz, also Shift halten immer dabei, aber manchmal ist hier nicht mehr genug Platz. Könnt ihr den auch ganz leicht runterziehen. Ja, dann seht ihr, hier ist erstmal 7% und dann scoped er rein, wird immer schneller. Dasselbe macht ihr im nächsten Clip. Tut das wieder drauf, keyframed erstmal auf 100. Dann könnt ihr sowas auf dem ersten Frame nach 100% auf sowas wie 125, machen wir mal 250. Dann geht ihr, hier ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht 150. Geht ihr auf den mittleren Keyframe hier, wo normalerweise auch ein Beat ist. Hier kann man sowas machen, so wie wenn er den Hebel zieht hier, kann man hier auf den Beat machen. Das heißt, wir gehen auf den Beat, gehen einen davor, machen es auf 7%. Dann gehen wir 2 Frames vor ungefähr, machen es wieder auf, dann kann man es so auf 250,
geht man ein paar Frames vor dem Schuss wieder, macht es wieder auf 7 und dann auf dem Schuss sowas wie 500. Dann geht ihr wieder im Bar Graph. Könnt ihr, also hier will ich noch nicht, dass der Hebel gezogen ist, also ziehe ich den erstmal so weit zurück, bis der Hebel noch gar nicht da ist. Denn hier kommt er natürlich. Hier braucht man nicht zu viel machen. Denn hier soll ja geschossen werden. Vielleicht machen wir das nicht 7, sondern sowas wie 25. Den können wir ein bisschen so rüberziehen. Und den noch ein bisschen zurück. Vielleicht so, dass er gerade so eben reingescoped ist. Muss ja nicht den ganzen Scope zeigen. Diese erstmal stumm. Lassen wir. So, dasselbe hier. Ich spule mal jetzt ein bisschen vor, weil ich hoffe, ihr habt begriffen, wie das jetzt funktioniert. Damit ich euch nicht langweile, hier mache ich das jetzt einfach schnell. Ja, also der Preview ist jetzt fertig. Das sieht einigermaßen okay aus. Ist nichts Überragendes. Ich würde auch natürlich sehr viel mehr Zeit lassen, wenn es eine richtige Episode wäre. Ja, so sieht's aus. Ja, ich hoffe, das war alles verständlich. Eine Sache, die ihr noch bei sowas machen könnt, ist die Farbkorrektur-Tutorial, die ich gemacht habe. Ist ja derselbe Clip. Und noch etwas ist OSMB, damit da halt so ein bisschen Verzerrung im Clip ist. Oder auch nicht. Ja, die meisten werden aber das schon kennen. Ich hoffe, es war alles verständlich. Ansonsten, thank you und bis nächstes Mal.